Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2, wo wir jetzt tatsächlich es mal ins Kloster geschafft haben und hier so ein Typ auf davor Hey steht. du, hey du, warst du schon mal im Kloster? Kann sein, wieso? Nehmen die noch Leute? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Sag mir erstmal. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Ja, ich schätze, ich rede mal mit den Leuten da, denn. Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Ja, ich schau mal, was ich machen lässt. Aber irgendwie ist er auch nicht so richtiger Innerstgläubiger, von daher habe ich so meine Zweifel, was er denn im Kloster soll, weil im Kloster zu sein, aber nicht für Innos zu, aber nicht Innos anzubeten und zu folgen, ist dann doch schon ein bisschen komisch. Milton? Ich kann das kaum glauben. Bist du jetzt wirklich ein Paladin? Offensichtlich. Wenn jemand wie du bei den Paladinen mitmacht, dann können sich die Schergen Biljas warm anziehen. Wenn du mit Richtig. dem Schläfer fertig geworden bist, sind die paar Orks ja wohl kein Problem. Es geht nicht nur um die Orks. Ich weiß, aber es ist trotzdem gut, dass du auf unserer Seite stehst. Schon gut. Was machst du hier im Kloster? Lass mich raten. Du willst dich in der Kunst der Magie unterweisen lassen. Mal sehen. Wusste ich's doch. Sprich am besten mit Marduk. Er ist für euch Paladine zuständig. Du findest ihn vor der Kapelle. Okay. Ja, wie bist du eigentlich hier so schnell hingekommen? Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Okay. Wo ist denn Gorn hin und die anderen? Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garund ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Das ist richtig. Sag mal, sind dir, als du rumgelaufen bist, auch diese vermummten Gestalten aufgefallen und. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Tja, aber kommen wir mal eigentlich mal zum Hauptpunkt, denn. Ich muss dringend ins Kloster. Ja klar, hier ist der Schlüssel. Tja, Dankeschön. Dann gehen wir mal hier rein. Hallo. Man erzählt sich ja so einiges. Wie ich sehe, hast du dich entschlossen, auf unserer Seite zu kämpfen. Das freut mich. Wir können jeden Mann brauchen. Möglich ist alles. Rede am besten direkt mit Marduk. Er ist für euch Paladine zuständig. Okay. Das sind doch alles gute Hast du sonst noch was zu tun für mich? Hast du sonst noch was für mich? Ja, als Angehöriger des Ordens bekommst du den Schlüssel zur Mich Bibliothek. fragt ja keiner. Dort findest du die Brüder Karras und Hyklas. Falls du es wünschst, kannst du dort mit ihnen sprechen. Okay, Dankeschön. Oh, ich will meine magische Kraft mich nicht steigern und ich komme schon selbst Möge zurecht. Innos dich schützen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Oh, was machst du hier eigentlich? Wie geht's den Schafen? Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Niemand darf gegen Oh, die göttliche Entschuldigung. Ordnung verstoßen. Sorry. Ich weiß nicht, ob ich ihm das alles erzählen soll. Vielleicht macht er sich Sorgen und haut ab oder sowas, aber ich meine, er ist hier relativ sicher bei den Schafen. Das war keine große Sache. Deswegen erzähle ich ihm mal was. Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du?
Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Ja, ich war auch im Minental und... Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Das habe ich früher auch immer. Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Glaub mir, sie sind da. Sowas. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen. Ja, das wird sich zeigen. Für wahr. Tja. Tschüss. Ich soll mich in der Kapelle bei einem Marduk melden. Willkommen, mein Sohn. Hi. Seit wann bist du Mitglied der Paladine? Ich bin noch relativ neu. Noch nicht lange. Dann heiße ich dich willkommen. In diesem Kampf brauchen wir jeden Mann, der den Mut hat, sich dem Bösen entgegenzustellen. In den Händen von Männern wie dir liegt das Schicksal von uns allen. Möge Innos dir immer den nötigen Mut spenden. Jo, vielen Dank. Kannst du mir irgendwas beibringen? Was kannst du mir beibringen? Deine Kampffertigkeiten kann ich dich natürlich nicht lehren. Wohl aber ist es mir möglich, dir das Wesen Innos und seiner Gaben näher zu bringen. Außerdem ist es meine Aufgabe, dich auf die Schwertweihe vorzubereiten. Schwertweihe? Hier lehren wir nur unsere Magie. Die Magie der Paladine wirst du in der Stadt lernen müssen. Okay. Was meinst du denn mit der Schwertweihe? Was ist die Schwertweihe? Die Schwertweihe ist eins der heiligsten Rituale der Paladine. Während dieser Zeremonie fließt Innos heilige Kraft durch die Schwertklinge des Paladins und gibt dem Schwert dadurch ungeahnte Kräfte. So ein geweihtes Schwert ist der wertvollste Besitz eines Paladins und wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Das klingt gut. Aber was meinst du eigentlich damit? Was meinst du damit? Als Innos unsere Welt verlassen musste, ließ er den Menschen einen Teil seiner göttlichen Macht. Es ist nur wenigen von uns Menschen erlaubt, sich seiner Kraft zu bedienen und in Innos Namen für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was willst du mir näher bringen? Ich kann dich auf den richtigen Weg bringen, Innos Wesen zu erkennen und ihm zu folgen. Kennst du ja schon. Ja, reden wir doch später mal drüber. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Vielleicht später. Du bist mir jederzeit herzlich willkommen. Okay. Gibt's irgendwas Neues? Gibt es Neuigkeiten? Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Ich weiß. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Ja, ich weiß, ich habe auch das alles aufgeklärt und der angeklagte Schmied ist unschuldig. Bennett ist unschuldig. Der Zeuge hat gelogen. Woher weißt du das? Ich habe Beweise gefunden. Manchmal glaube ich, dass Verrat und Gier unsere größten Feinde sind. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Was wird denn jetzt da passieren? Was wird jetzt geschehen? Ein Mord, zudem an einem Paladin, ist ohne Zweifel eines der schwersten Verbrechen überhaupt. Der Mörder wird ohne jeden Zweifel zum Tode verurteilt werden. Ja, bestimmt. Du hast was von dieser Schwertweihe erzählt. Ich glaube, ich würde das gerne mal machen. Ich will mein Schwert weihen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, brauchst du zuerst eine Erzklinge. Mit dieser solltest du dich dann zum Gebet in die Kapelle zurückziehen. Während des Gebets und nach einer angemessenen Spende an unseren Herrn Innos, sollst du Innos um seine Gnade und Führung im Kampf gegen das Böse bitten. Wenn Innos dir wohlgesonnen ist, wird dein Schwert von dem Moment an unserem Herrn geweiht sein. Okay, ich habe schon eine Erzklinge, deswegen frage ich nicht, wo ich eine herbekomme. Aber was für eine Spende wäre denn angemessen? Was für eine Spende? Nun, angesichts der Gnade, die dir zuteil wird, ist eine Summe von 5000 Goldstücken mehr als angemessen. Es ist dir natürlich freigestellt, mehr zu geben. Natürlich, gut. Dann will ich das gerne mal machen. Achso, ich habe ihn ja schon gefragt dazu. Für Innos, Bruder.
Wenn du gekommen bist, um etwas über die Schwertweihe zu erfahren, dann wende dich an Marduk. Okay, und was machst du hier? So, du machst Linus gar nichts. Erleuchte deinen Pfad. Ja, aber ich glaube, ich werde diese Schwertweihe mal durchführen. 5000 Gold. Ja, gut, dass wir eh so viel Gold haben. Innos, weihe dieses Schwert deinem edlen Krieger, um die deine Feinde niederzustrecken. Und nimm diese nette Spende natürlich. Tja, dankeschön. Gut, jetzt haben wir statt der Erzklinge haben wir jetzt eine gesegnete Erzklinge, die 20 Schaden mehr macht, aber nicht mehr Stärke braucht. Das heißt, wenn ich endlich mal genug Stärke habe, um die zu tragen, dann gibt es noch einen extra Schadensboost, was sehr schön ist. Aber erstmal brauche ich mehr Stärke natürlich. Und es ist schon wieder dunkel. Ich glaube, ich werde mal hier schlafen. Irgendwas lag da auf dem Boden. Ein Schlüssel schwebt da in der Luft gewissermaßen. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Aber der schwebt da wirklich in der Luft. Hm. Seltsam. Egal. Ich werde mal hier ein Bett nehmen. Ich glaube, es hat hoffentlich keiner was dagegen. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. So, weil die hier auch eine Innos-Statue haben, werde ich das gleich mal nutzen, um zu Innos zu beten. Ein schönes Morgengebet bereichert ja den Tag, wie man weiß. Deswegen bete ich mal und spende weitere 100 Goldstücke, damit Innos mir noch mehr Stärke schenkt. Ja, Innos möchte auch, dass ich meinen gesegneten Erzklinge in die Schlacht führe. Das kann ich durchaus verstehen, ich will das nämlich auch gerne. So, aber wir haben ja Schlüssel für die Bibliothek und könnten hier mit irgendwelchen Leuten reden. Mit ehrenwerten Feuermagiern, meine ich natürlich. Dann machen wir das mal. Sei gegrüßt, Feuermagier. Die ehrenvollen Streiter Innos verirren sich selten in diese Räume. Was kann ich für dich tun? Ich weiß nicht so genau. Was ist denn deine Aufgabe? Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Okay. Wie läuft denn dein Studium? Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Okay, dann zeig mir deine Spruchrollen. Zeig mir deine Ware. Skelett erschaffen, Wolf rufen, Fanuk Feldräuber, Riesenratte, Scavenger Schaf, Snapper. Oh, Drachensnapper würde ich mir vielleicht überlegen, aber Snapper ist nicht stark genug für mich. Ich brauche was Stärkeres. Ja, gut, die brauche ich nicht, dankeschön. Schön mit euch geredet zu haben, aber ich brauche diese Schriftrollen nicht. Lesen wir mal die Bücher. Der sechste Kreis. Ich glaube, das werde ich nicht vorlesen. Das wäre als Magier wäre das interessant. Hier wird halt aufgelistet, wie man welche Magierunen herstellt. Aber weil ich eh kein Magier bin und das nicht herstellen kann, werde ich das jetzt mal ignorieren. Der vierte Kreis. Ja, ist das gleiche für den vierten Kreis. Ich schätze mal, gibt es das auch für alle anderen Kreise. Oder? Ich guck mal. Einfach mal. Vielleicht der erste Kreis. Ne. Ist hier der zweite Kreis? Der zweite Kreis, ja. Der dritte Kreis. Komm, dritter Kreis. Ja, egal. Ich lese die Buchstaben jetzt nicht, aber ich rede mal mit hey, Hyglas. Ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Ja, dein Buch steht ein bisschen im Weg. Was studierst du, Meister? Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer. Die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Okay. Gibt's Neuigkeiten? Gibt es Neuigkeiten? Ja. Also, dir sind ja sicherlich diese Gestalten in den schwarzen Roben aufgefallen. Ich bin ihnen begegnet. Da kommen wir auch schon zum Kern des Ganzen. Zurzeit haben wir eine äußerst seltene Konstellation der Gestirne. Um genauer zu sein, steht das Sternbild des Ochsen in direkter Korrelation zum Sternbild des Kriegers. Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet. Nein. Nun, um ehrlich zu sein,
Ja, ja, schon verstanden. Also, ich kann jetzt nicht alle Hintergründe offenlegen, aber es bedeutet definitiv eine große Veränderung. Und ich mag keine Veränderungen. Deshalb möchte ich, dass du mir ein Buch aus der Stadt besorgst. Es heißt Die göttliche Kraft der Gestirne. Es kann sein, dass du ein bisschen suchen musst, aber du wirst es schon finden. Arr, verdammte Axt, ich hatte das Buch noch. Verdammte Egal, ich werde gucken, ob ich es finde. Ich weiß auch schon, wem ich das verkauft habe. Ich glaube, ich habe das Sarah mitverkauft, deswegen werde ich mir das einfach zurückkaufen. Ich werde sehen, ob ich es finde. Das ist gut und es verschafft mir die nötige Zeit, noch anderen Spuren nachzugehen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich fürchte, Zeit ist das, was wir am wenigsten haben. Ja. Tschüss. Arr. Ich hätte es wissen müssen, dass ich das Buch nochmal brauche. Ich mache mal die Tür zu. Nicht, dass es hier zieht, werden die Magier hier versuchen zu arbeiten und dann erfrieren oder sowas. Gut, ich habe mein Schwert geweiht übrigens. Kann ich dir das sagen? Ich habe mein Schwert schon geweiht. Ne, ist gut. Egal. So, haben wir noch irgendwas Interessantes? Hier sind Schlafquartiere. Noch mehr Schlafquartiere. Huch. Noch mehr Schlafquartiere. Oh, sind aber schön, die Schlafquartiere hier. Nett. Vielleicht hätte ich doch Feuermage werden sollen. Ja, reden wir mal mit den Novizen hier. Was kann ich für dich tun? Hast du denn was zu tun? Hast du was Interessantes für mich? Nein. Okay. Oh, wie sieht's bei dir aus? Wie geht's? Das gibt ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Hi. Kann ich dir behilflich sein? Ja, du kannst erstmal erzählen, was du hier machst. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Natürlich. Ich brauche so ein paar Sachen. Ich brauche ein paar Dinge. Oh, Ultra verzauberte diesen Stab. Hier gibt's Zauberstäbe mit Zweihandtalent-Bonus oder sowas. Oder irgendwie Stäbe überhaupt. Ein Stab mit Mana-Bonus. Nett. Wenn wir Magier wären. So, was haben wir hier? Gürtel der magischen Abwehr, Schärfe der Bereitschaft, Schärfe des Feuers. Nee, das brauche ich nicht. Dankeschön. So, was hast du denn hier noch? Hast du noch leichte Wunden heilen? Das kaufe ich dir gerne ab. Ich finde, für gerade mal 25 sind die relativ preiswert. Selbst die mittlere Wunden heilen könnte ich mir mittlerweile überlegen, weil für 60 400 heilen ist besser, als wenn ich jetzt hier die Tränke kaufe, ja, da kriege ich 100 für 50, ja, da kriege ich fast das Vierfache für einen ganz kleinen Aufpreis. Das ist schon nett. So, was hast du hier noch? Schaf, Wolf, Blitz, Windfaust. Nee, das brauche ich nicht. Karte der heiligen Schreine. Oh, die nehme ich mal mit. Glaube ich. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich nehme die mal mit. Komm. Schlüssel zur Pforte. Ich habe schon einen Schlüssel zur Pforte, danke. Von Milton bekommen. Na gut, den Rest brauche ich nicht. Die Mana-Tränke brauche ich, glaube ich, auch nicht. Gut, vielen Dank. Gut, lass mich eben nochmal eben hier rumlaufen und gucken, was hier ist. Da ist wieder ein Schlafzimmer. Hier geht's irgendwo runter, aber ich sollte mich vielleicht nicht zu weit hier vorwagen. Ich meine, ich bin ja ein gern gesehener Gast bestimmt, aber ich muss ja auch nicht überall rumschnüffeln. Wie sieht's aus? Was machst du hier? Ich darf nicht mit dir reden. Man sieht nicht gern, wenn wir uns mit Fremden unterhalten. Aber ich bin Paladin. Das klingt aber nicht sehr glücklich. Naja, ich meine, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Nur, ach, ich will mich nicht beschweren. Dann erzähl mir doch was. Mir kannst du es ruhig erzählen. Und du sagst den Magiern wirklich nichts? Sehe ich so aus? Also gut. Ich habe ein Problem mit einem der Novizen. Er hat mich in der Hand. Jetzt komm schon raus mit der Sprache. Igaratz, das ist der Novize, hat einige von meinen privaten Aufzeichnungen gefunden. Er droht mir, dass er sie den Magiern gibt, wenn ich nicht das tue, was er sagt. Okay. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. Das würdest du tun? Das kommt natürlich ganz drauf an.
Ich würde dich natürlich auch dafür bezahlen. Wie viel? Ich habe natürlich nicht so viel Geld, aber ich könnte dir eine Spruchrolle geben. Ich habe einen Heilzauber. Sowas brauche ich immer. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ehrlich? Es muss einfach gelingen. Es muss. Also, du musst eigentlich nur rausfinden, wo Igaratz die Sachen aufbewahrt. Dann klaust du sie ihm und alles ist in bester Ordnung. Ganz ruhig. Du machst erstmal weiter. Um den Rest kümmere ich mich. Genau. Sehe ich so aus wie ein Dieb? Ich bin ein ehrenwerter Paladin. Ich werde es auf ehrenwerte Weise lösen. Und wenn es heißt, dass ich ihm jede Menge Geld spende. So, Ignaratz. Lass uns mal über Barbo unterhalten. Wir müssen uns mal über Barbo unterhalten. Ja? Was ist denn los? Du hast irgendwas, was ihm gehört. Du hast etwas, was Barbo gehört. Was soll das sein? Ein paar Papiere. Und Barbo hätte sie gern zurück. So, hätte er das. Das kann ich mir denken. Leider würde ich sie gerne behalten, was uns irgendwie in eine Zwickmühle bringt. Ja, wie viel? Wie viel willst du für die Papiere haben? Eigentlich sind sie fast nicht zu bezahlen. Sowas bekommt man hier echt selten zu Gesicht. Aber ich habe keine Lust, wegen so ein paar Goldstücken meine Zukunft aufs Spiel zu setzen. 300 Goldstücke. Und du kannst mit den Papieren machen, was du willst. Ja, mir ist egal. Ist wahrscheinlich der teuerste Heilzauber ever für 300 Goldmünzen. Aber ich hab ja Barbo gesagt, ich soll ihm helfen, deswegen... Ich will die Papiere kaufen. Pass auf, ich kann hier jetzt nicht weg. Ich gebe dir den Schlüssel zu meiner Truhe. Da ist sowieso nichts anderes drin. Ja, wo sind die denn? Wo hast du die Papiere? Nun, ich habe sie natürlich nicht bei mir. Wo sind sie? Ich habe sie sicher eingeschrieben. Und das mir den Schlüssel schon gegeben, du Idiot. Wo ist denn wohl seine Kiste? Vielleicht nur eine von den Schlafzimmern oder sowas? Ist irgendwie da, Igarats Truhe. Lustig, die erste Truhe, die ich finde. Ein Bündel Papiere. Ja, ich könnte mir jetzt eigentlich angucken, was da drin ist, aber als ehrenwerter Paladin ist mir das egal, was in den Papieren ist. Das hätte er doch besser wissen müssen. Der findige Zuschauer weiß es entweder oder kann sich das jederzeit herausgucken, weil das eins der kleinen Easter Eggs ist, aber mein Charakter interessiert sich nicht dafür. Deswegen, hier sind deine Dokumente. Ich habe deine Dokumente. Wirklich? Danke. Du hast mich gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ja, beruhige dich wieder. Sind das auch wirklich meine? Bist du dir sicher? Zeig her. Ja, hier sind sie. Hier sind sie. Ja, sie sind vollständig. Hast du sie angeguckt? Tut das was zur Sache? Nein. Hauptsache, ich hab sie wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Genau, dafür sind die da. Zum ruhig schlafen. Sonst bist du ganz zufrieden? Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Es geht schon, aber ich muss jetzt weitermachen, sonst werde ich heute nicht fertig. Ich will nicht schon wieder bis tief in die Nacht arbeiten, damit ich meinen Soll erfülle und keinen Ärger bekomme. Ja, viel Spaß. Nun gut. Wahrscheinlich sind in diesem großen, prunkvollen, kirchenähnlichen Gebäude, wo die komischen Herren da vorne sitzen, sind wahrscheinlich die wirklich wichtigen Leute, mit denen wir reden müssen. Aber ich schätze, die Folgenzeit ist schon wieder weit übergelaufen, mal wieder. Und wir sind irgendwie nur so ein paar Meter gelaufen, haben aber viel mit den Leuten geredet. Deswegen sehen wir in der nächsten Folge, wie wir uns mit den Leuten da vorne unterhalten und ob wir das Auge Innos erhalten. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.